So, dann warten noch. So, dann schauen wir mal, ob schon ein paar Zuschauer da sind. Joa. Na dann. Ja, hallo und herzlich willkommen in unserer Web-Talk-Reihe Die Ordnung der Krisen. Mein Name ist Martin Thoma und gemeinsam beleuchten wir in dieser Reihe verschiedene Aspekte und Felder der Ordnungspolitik. Ja, und das mache ich ja nun wieder nicht allein, also habe ich noch nie allein gemacht und heute auch zum letzten Mal, sondern mit professioneller Unterstützung. Und dazu begrüße ich, wie schon in den letzten 5 Folgen, Professor Dr. Professor Dr. Stefan Kohle. Guten Abend, Stefan. Jetzt habe ich fast die Anmoderation verhauen, ey. Hallo Martin, alles gut. Titel sind nicht wichtig. Ist die Aufregung der letzten Folge. Ja. Stefan ist Professor für Wirtschaftspolitik an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau und seine Forschungsinteressen gelten der Geschichte des ökonomischen Denkens, der Ordnungsökonomik und der Wirtschaftssoziologie. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, dies ist unsere finale Folge und es ist quasi das Finale der ersten Staffel. Ja, und in den vergangenen 6 Wochen haben wir ja, viele Themen bearbeitet. Wir haben über die Digitalisierung, wir haben über die Automobilindustrie, über die Außenwirtschaft und über die Außenpolitik sowie generell über die Konjunktur gesprochen. Und das war ganz schön viel. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn man das alles nochmal ansehen will, dann kann man einfach bei uns auf der auf dem Naumann Stiftungs YouTube-Channel die YouTube-Playlist abrufen, denn da werden dann und in Zukunft alle ja, Folgen stehen und dann kann man sich, je nachdem, welches Thema man nochmal ansehen will, da reinklicken. Würde mich freuen und da ist dann auch alles chronologisch geordnet. Ja, und wie immer und auch hier in der letzten Folge, dann können Sie sich ja, quasi hier reinschalten, indem Sie das F&A-Tool auf Zoom nutzen können für Ihre Fragen, für Ihre Statements, für Anmerkungen. Und zögern Sie nicht, uns zu schreiben. Gerade heute nicht. Heute sind nochmal alle Fragen erlaubt, waren aber auch sonst immer erlaubt. Und von daher konzentrieren Sie mit uns in Kontakt und ich lese dann die Fragen natürlich anonym vor und bringe auch Ihre Meinung hier rein. Ja, und heute wollen wir über den demografischen Wandel und das Thema Zuwanderung sprechen. Ja, neben Globalisierung und Digitalisierung bezeichnen einige den demografischen Wandel als den dritten Megatrend unserer Zeit. Die Alterung vor allem, aber nicht nur in den westlichen Gesellschaften, ist nicht mehr aufzuhalten und löst Effekte aus, die sowohl für die Wirtschaft als auch für die Gesellschaft, als auch für den Staat von ganz erheblicher Tragweite sind. Und ja, dennoch gilt es hier, die Krise nicht als vorprogrammierten Untergang, sondern als Moment für eine Grundlage, für grundlegende Entscheidungen zu sehen. Ja, Zuwanderung hängt in der öffentlichen Debatte oft mit dem demografischen Wandel zusammen. Ja, eine nüchterne Analyse der momentanen Situation in Deutschland scheint uns hier dringend geboten und darum bearbeiten wir heute dieses Thema. Stefan, ich freue mich, mit dir die nächsten 53 Minuten noch zu verbringen. Ich mich auch. Ja, dann lass uns doch ja, direkt erstmal mit den grundlegenden Punkten einsteigen oder erstmal mit dem grundlegenden Thema. Der demografische Wandel ist ein Megatrend in unserer Gesellschaft, der aufgrund seiner langsamen Entwicklung nicht wirklich bedrohlich wirkt erstmal. Aber worüber sprechen wir erstmal hier konkret, wenn wir überhaupt vom demografischen Wandel sprechen? Ja, also zunächst einmal sprechen wir von Wandel. Und ich betone das, was du gerade auch erwähnt hast. Ich mag es ungern, wenn man vom demografischen Untergang, Desaster, Debakel oder so etwas spricht. Es ist eben eine Veränderung, eine markante Veränderung in der Gesellschaft, die wir auch alle stehen, aber grundsätzlich Prozessen offen gegenüber. Und ich glaube auch, dass der demografische Wandel, und es wird
eine zentrale These heute sein, eben ziemlich sicher auch viele Chancen in sich birgt. Es ist also nicht nur eben dieses Damoklesschwert, wie es viele zeichnen. Ich glaube, man kann wieder, wie in unseren sonstigen Folgen, zwischen quantitativen und qualitativen Änderungen unterscheiden. Und die qualitativen haben vielleicht das Zeug, tatsächlich auch ordnungsrelevant zu sein, also die Spielregeln, innerhalb deren wir spielen, ein Stück weit zu ändern. Aber erstmal die quantitativen. Ich glaube, es ist bekannt, dass es eben im Wesentlichen darum geht, dass die Geburtenraten zurückgehen und das seit ganz, ganz langem und das überall auf der Welt. Das heißt eben, Frauen bekommen im Schnitt weniger Kinder und damit einhergehend, aber sozusagen ein Stück weit unabhängig zunächst mal, was die Ursachen angeht, werden wir auch noch älter. Das heißt, es gibt immer weniger junge Menschen, dafür aber eine längere Lebensspanne bei jedem von uns, was ich unglaublich erfreulich finde. Und so ändert sich eben das da draußen, also die Gesellschaft, unser Alltag. Und ich glaube, qualitativ kann man dahingehend von eben Veränderungen je nach Ordnung reden, als eine ältere Gesellschaft eben durchaus ein ganzes Stück weit anders ist als eine junge Gesellschaft. Also die Risikoaffinität zum Beispiel der Gesellschaft, die Innovationsfreudigkeit, eben der Mut, Neues anzugehen und neue Wege zu beschreiten in allen verschiedenen gesellschaftlichen Teilordnungen, könnte abnehmen oder könnte sich wandeln. Ja? Das heißt, wir haben es eben mit diesem Mix zu tun, aus Sachen, die man vielleicht ganz gut messen kann und Sachen, die man eher spüren oder eher in der Gesellschaft versteht, wenn man sich seine Mitmenschen anschaut. Genau, also das wäre vielleicht so der Einstieg. Genau, und das ist ein ziemlich guter Einstieg, weil es auch eine konkrete Überleitung gibt. Denn wenn wir über den demografischen Wandel sprechen, sprechen wir ja auch eben hier über den gesellschaftlichen Wandel. Und du hast es schon angesprochen, fort von eben kinderreichen Familien, die ja bis Mitte des 20. Jahrhunderts mehr oder weniger vertreten waren, hin zu immer mehr familienlosen, kinderlosen Beziehungen in dem Sinne. Und hierfür wird gern der Trend des Individualismus als Schuldigen erklärt. Und da frage ich mich, weil darüber werden ja auch Bücher geschrieben, sind Liberalismus und Individualismus tatsächlich schuld an unserer Situation, wie es vielleicht auch mal gerne so manche Konservative wie eben Patrick Deneen in seinem Buch postulieren? Das kann sein, wobei ich diese Suche nach Schuldigen ganz häufig nicht besonders ergiebig finde, aber es kann sein und Konservative werfen den Liberalen immer schon vor, dass wir den Leuten irgendwelche Gedanken in die Köpfe setzen, die der Gesellschaft oder eben jetzt in unserem Sprech hier zu verbleiben, der Ordnung nicht gut tun. Aber ja, da gibt es etliches zu sagen zu deiner Frage. Also zum einen finde ich, tun Liberale gut daran, sowohl einen methodologischen als auch einen normativen Individualismus sich als Prinzip anzueignen. Methodologisch heißt, dass alles, was wir tun, alles, wie wir die Welt da draußen anschauen und eben wie wir sie wissenschaftlich angehen, davon ausgehen sollte, dass das Individuum die relevante Einheit ist, bis zu der wir vorstoßen sollen. Und das Individuum und seine Handlungen sind eben das, was solche Wandlungsprozesse auslöst. Das werden wir auch heute tun. Zusätzlich gibt es noch, und das ist hier an der Stelle, glaube ich, das Entscheidende, den normativen Individualismus. Das heißt, wir gucken uns den Menschen an, wie er ist, nicht wie wir uns den Menschen wünschen. Da hat das 20. Jahrhundert ziemlich viel Katastrophales angestiftet, indem man sich sozusagen bessere Menschen herbeigewünscht hat mit all den Instrumenten, mit denen man das sozusagen zu erzeugen versucht hat. Und ja, das Individuum mit seinen Normen, also mit seinen Werturteilen darüber, was eben wichtig ist und was weniger wichtig ist, ist als solches auch zu akzeptieren. Und das finde ich eben ganz entscheidend. Ja, das heißt, natürlich können wir uns über bestimmte Werte streiten und das ist auch gut so und das ist auch integraler Bestandteil unserer Debatte. Aber zunächst mal ist es die Entscheidung von einzelnen Menschen, ob sie Kinder bekommen oder nicht. Ja. Und du und ich können drüber philosophieren, aber es ist nicht unsere
Es ist sozusagen, also diese real existierenden Menschen, deren Werte gilt es zunächst mal sozusagen zu akzeptieren und nicht belehrend von oben herab oder vom Katheder des Professors irgendwie diese Menschen zu belehren, dass sie mehr Kinder kriegen sollen. In der Tat hat es in den letzten Jahrhunderten einen Wandel des Individuums in den verschiedensten in die verschiedensten Richtungen gegeben und in den letzten 100 Jahren oder kann sogar sagen 120 Jahren stellt man in der Tat fest, dass die Individuen aus den unterschiedlichsten Gründen dazu kommen, weniger Kinder zu bekommen. Ich persönlich finde das weder gut noch schlecht. Wie gesagt, ich respektiere die Entscheidung meiner Mitbürger und glaube, auch das haben wir oft in den Episoden wiederholt, dass man gut daran tut, die Zukunft als einen offenen Prozess anzuschauen. Also diesen langen Trend, den wir beobachten, könnte sich auch irgendwann umkehren. Das heißt, vielleicht befinden wir uns in einem Zyklus und nicht in einem ewig fallenden Trend. Es kann also sein, dass Menschen sich in der nächsten Generation oder vielleicht schon in der Generation meiner Studenten plötzlich dafür entscheiden, dass denen Freizeit und Kinder wichtiger sind, als es bisher der Fall war. Und schon gibt es mehr Kinder. Aber wie gesagt, aus liberaler Perspektive, und Patrick Deneen ist nun dezidiert kein Liberaler, bin ich durchaus oder ziemlich sicher sich vom Liberalismus verabschiedet in den letzten Jahren. Aus liberaler Perspektive finde ich es durchaus eben erinnerungswert, dass man sagt, ja, manchmal gefällt uns die Welt da draußen nicht, manchmal gefallen uns unsere Mitbürger nicht, aber man hat sie eben dennoch zu respektieren. Natürlich können wir sozusagen drüber reden, aber mehr als reden ist da eben nicht drin. Belehren sollte man das, ist da, glaube ich, der falsche Rat. Das stimmt wohl. Und wie weit Patrick Deneen vom Liberalismus weg ist, sieht man ja an seinem Buch, was er dann betitelt mit Why Liberalism Fails. Also weiter weg. Also man kann noch weiter weg sein, aber hat schon ziemlich gut Distanz genommen. Aber mal zurück zur Frage, wenn wir oder wenn nicht nur Liberalismus, Individualismus vielleicht auch Einfluss auf die demografische Entwicklung haben kann, welche Faktoren unterstützen diesen gesellschaftlichen Wandel denn aktuell noch? Ich finde es immer hilfreich, mir solche Gründe so auf zwei Ebenen vorzustellen. Ich nenne sie mal die materialistischen und die idealistischen Gründe. Also die materialistischen haben ja mit unserem Sein zu tun und die idealistischen mit unserem Bewusstsein. Und ziemlich sicher hat sich sowohl, also jetzt was unsere Demografie, relevanten Entscheidungen angeht, hat sich ziemlich sicher sowohl materialistisch als auch idealistisch in den letzten Jahrzehnten viel getan. Also materialistisch ist es natürlich so, dass die Notwendigkeit, Kinder zu haben, die es früher gab, weil es so eine Art Altersvorsorge war, das ist eben entfallen. Und wenn du mich fragst, finde ich das eigentlich gut so, denn wie soll ich sagen, die Moderne hat Gott sei Dank elegantere Wege gefunden, sich für sein Alter abzusichern, als notwendigerweise Kinder zu haben und dann im hohen Alter auf diese angewiesen zu sein. Und häufig klappt das ja eben aus den verschiedensten Gründen nicht. Das heißt, unsere Lebenswelt hat sich verändert, also auch natürlich unser Berufsleben. Und dann hat sich auch unsere Einstellung zu eben Freizeit und zu so Sachen wie eben die Abwägung zwischen Spaß und andererseits vielleicht sozusagen einer nachhaltigen Spur zu hinterlassen, indem man eine Familie gründet, all das hat sich verändert. Also ich finde, diese beiden Blasen, das Materialistische und das Idealistische, helfen vielleicht, um so eine gewisse Struktur hinzubekommen. Dennoch finde ich, dass in den letzten Jahren, dass die Politik sehr viel versucht hat, zu sagen, wie kann man diese Vereinbarung oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das heißt, diese Abwägungen, Spaß versus Familie mit Kindern, wie kann man diese Abwägungen vielleicht ein bisschen weniger schmerzhaft machen sozusagen es nicht zu einem kategorischen so Entweder-Oder machen. Vielleicht ein letzter Punkt oder zwei kurze letzte Punkte. Das eine ist, die Belastungen, die junge Menschen empfinden und die sie vielleicht auch in der Zukunft erwarten, sind nicht unbedingt kleiner geworden.
Das heißt, wenn man sich so fragt, kommen auf uns eher höhere oder eher niedrigere Steuern zu? Sind die Inflationsängste vielleicht eher da, als sie früher waren? Das heißt, dieses dünne Bändchen zwischen dem Bürger und der Ordnung hat in den letzten Jahren an den verschiedensten Stellen gelitten. Und Kinder haben hat eben auch mit Ordnungssicherheit zu tun, also mit dem Zutrauen des Individuums oder des Paares in die Ordnung, dass also diese Kinder eine gute Zukunft haben werden. Und es kann sehr gut sein, dass eben auch das gelitten hat, also dass die Ordnung immer weniger vertrauenserweckend ist, immer weniger eben so etwas wie diese Kategorie der Ordnungssicherheit ausstrahlt. Und dann sagt man, nee, in so eine Ordnung will ich keine Kinder in die Welt setzen, wie es übrigens im Sozialismus in den 70er und 80er passiert ist. Also meine Freunde sind Einzelkinder, weil unsere Eltern alle gesagt haben, nee, also diese Ordnung geht irgendwann zu Ende und keine Ahnung. Und ja, diese Unsicherheit hat eben schon in den 80er eine ziemlich große Spur in Bulgarien und anderen Ländern hinterlassen. Ja, das ist ganz spannend, wenn man vor allem in die Vergangenheit schaut. Aber ich möchte noch mal ganz kurz, bevor wir vielleicht mal einen Blick auf Wirtschaft und auf den Arbeitsmarkt werfen, noch mal eine grundlegende Frage stellen. Und zwar habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, dass der demografische Wandel ja eher langsam vonstatten geht. Und ich habe mich dann gefragt, oder kannst du dir erklären, warum der jetzt hier mal beispielsweise genannt Klimawandel als bedrohlicher Megatrend gerade in den jüngeren Altersgruppen als, sag mal, handfeste Bedrohung wahrgenommen wird und der demografische Wandel, der ja genau dieselbe Gruppe, ne, uns und Jünger, so massiv betreffen wird, gefühlt vollkommen untergeht. Also, dass man vielleicht diese beiden Krisen, die ja bestehen, unterschiedlich bewertet. Also wahrscheinlich ist es so, dass der demografische Wandel etwas ist, was natürlich sehr viel weniger greifbar, sehr viel weniger, auch wahrscheinlich in der Schule, ich bin ja nicht in Deutschland zur Schule gegangen, aber eben sehr viel weniger thematisiert wird. Ist ja auch nicht ganz so spannend. Ne? Also irgendwie ist ja dieser Wandel, wie man ihn schon in den 70er Jahren diskutiert hat, seitdem sozusagen ein permanent vor sich hinlaufender Prozess, während der Klimawandel durchaus, oder die Diskussion um den Klimawandel hat auch eine gewisse so aktionistische Komponente. Das heißt, wenn man drüber redet und wenn man sozusagen das beherzigt, fällt auch einem so unmittelbar ein, was man tun kann. Also vielleicht ist es auch sozusagen ein Appell an sich selbst, dann eben klimawandeltechnisch sich etwas klüger und nachhaltiger zu verhalten. Ja, und über den demografischen Wandel kann man so dahingehend nicht so wirklich reden, weil dann kann man sich höchstens wünschen, dass der andere irgendwie mehr Kinder bekommt oder so. Also sozusagen diese aktionistische, diese Komponente des, was kann man tun, ist natürlich bei der Demografie sehr viel weniger gegeben. Mhm. An der Stelle aber zwei Aspekte, warum ich die beiden Diskussionen tatsächlich ein Stück weit unterschiedlich einschätze. Also auch wieder, für Liberale finde ich es eine offene Frage, ob wir den demografischen Wandel zu einem Politikum machen sollten. Also sozusagen die normative Frage, ob der Staat als Akteur hier in der Tat gefragt ist, ist für mich eine extrem unklare. Ja? Es geht hier ja um die intimsten Entscheidungen von Menschen. Ja? Also wie viele Kinder bekommt man? Und dazu sagen, der Staat muss, der Staat soll, es braucht noch ein Programm. Und das finde ich, wie gesagt, es kann sein, dass man zu diesem Ergebnis kommt, aber die Diskussion bis dahin ist für mich eine ziemlich mühsame. Und die zweite Frage, die sich stellt, ist, kann der Staat mit all dem, was in den letzten, ich würde sagen, 15 Jahren an familienpolitischen Maßnahmen passiert ist, kann der Staat wirklich den demografischen Wandel beeinflussen? So, vom Normativen ganz abgesehen. Und auch da habe ich Zweifel. Also wenn diese unglaublichen Maßnahmenpakete, so ungefähr in der Regierungszeit der jetzigen Kanzlerin, wenn man schaut, wie viel Geld und wie viel sozusagen regulatorische Dichte
man in die Hand genommen hat. Und wenn man schaut, ob sich bei der Geburtenrate was verändert hat, so kann man zu einem ziemlich nüchternen Ergebnis kommen. Also vielleicht sind es eben gerade Entscheidungen, die sich nicht so wirklich politisch verändert lassen, auch wenn es die Politik will und auch wenn wir eben sozusagen normativ zu dem Ergebnis gekommen sind, dass es zulässig ist. Eigentlich ein schöner Punkt. Ich habe gerade nochmal in den Chat geschaut, beziehungsweise hier in das Frage-Antwort-Tool. Ich will vielleicht eine Frage reinnehmen, bevor wir in die Wirtschaft kommen. Und es ist vermutlich eine Frage, die wir hier nie abschließend wirklich beantworten können, weil es um die sozialen Systeme geht. Und ich glaube, darüber könnte man eine eigene Folge machen. Ich will es vielleicht trotzdem nur reinbringen, damit man auch dann mal darüber gesprochen hat. Und ich lese mal vor, die Einstellung zur Vermehrung hat sich ja geändert, aber das soziale System basiert immer noch auf bestimmten Annahmen in der Hinsicht von Wachstum, also Geburten versus Sterberate, die ja aber nicht mehr eintreffen. Und die Frage da ist, in welche Richtung sollen sich soziale Systeme gehen oder entwickeln, mit der Vorgabe, die aus Demografie hier resultiert? Das ist doch mal die Frage, die sehr, sehr groß ist, oder? Die Frage ist riesig, aber dennoch sozusagen vielleicht in der Kürze beantwortbar. In der Tat ist es so, dass sehr vieles von dem, was wir draußen an sozialen Sicherungssystemen stammt aus einer anderen Zeit. Ja? Und es ist völlig klar, dass wenn die Demografie eben tatsächlich sich zu einem permanenten, unveränderbaren Trend entwickelt, dass eben zum Beispiel die Rentenversicherung irgendwann in der jetzigen Form dazu führt, dass die Belastungen für die Jungen immer größer werden und vielleicht irgendwann auch viel zu groß werden, während die Renten dann eben immer kleiner werden. Das heißt, wir müssen, und auch das finde ich, ist ja immer die Stärke von überall, wir müssen eben über andere ergänzende oder vielleicht irgendwann tatsächlich auch ersetzende Systeme nachdenken. Und an der Stelle, wenn es um die Rente geht, finde ich es ziemlich intuitiv und vielleicht nicht konsensfähig, aber ich halte das für absolut entscheidend, dass wir eben zu einer Aktionärskultur kommen und dass eben Menschen, ganz normale Arbeitnehmer wie du und ich, an den Kapitalerträgen profitieren, die Firmen weltweit erzeugen. Also dass man ja auch ein Stück weit ein Kern der sozialen Marktwirtschaft, also zu sagen, Arbeiter und Kapitalisten sollen ja nicht zwei dichotome Gruppen sein, sondern Arbeiter können zu Kapitalisten werden, indem sie eben sich im Kapitalmarkt als Käufer betätigen. Und ich glaube, dass jeder, der diesen Weg, und das ist in Deutschland halt nicht so besonders akzeptiert, aber jeder, der das leugnet und sagt, auf keinen Fall und so weiter, der bleibt eine Antwort schuldig auf diese eben tatsächlich eminente Frage, was machen wir mit Sozialversicherungssystemen, die auf anderen Reproduktionszahlen fußen? Ja, das ist, also wie du sagst, eigentlich nochmal ein vollkommen neues und großes Thema. Aber wie du auch sagst, die Diskussion ist eröffnet für die Frage der Sozialsysteme der Zukunft. Ist aber nicht unser heutiges Thema, denn wechseln wir jetzt mal in die Auswirkungen für Wirtschaft und den Arbeitsmarkt. Denn jetzt nach den Ursachen müssen wir uns die Auswirkungen des demografischen Wandels anschauen und widmen wir uns hier eben mal der Ökonomie zu. Und schon heute sehen wir in Deutschland einen wachsenden Fachkräftemangel. Nicht nur in den klassischen MINT-Fächern, die es ja schon allgemein durch ihr Fach relativ schwer haben, beziehungsweise ein Akquiseproblem haben. Was bedeutet die demografische Entwicklung mit Blick auf den Arbeitsmarkt auch für den Wirtschaftsstandort Deutschland? Vielleicht bedeutet es eben zunächst mal gar nicht so viel Negatives. Also eine relativ intuitive Folge könnten zum Beispiel steigende Löhne sein. Also die Generation meiner Studenten ist ungefähr halb so groß
wie die Generation ihrer Eltern, die so demnächst in Rente gehen. Das heißt, es bricht eben die Generation nach Babyboomer weg. Es kommt aber eine ganz kleine Generation nach. Das heißt, die Konkurrenz um diese Arbeitnehmer wird eine ziemlich heftigere sein, als eben das vor 10 oder 15 Jahren der Fall war. Das heißt, vielleicht steigen die Löhne. Das hängt natürlich sehr davon ab, und das war unsere Folge zur Digitalisierung, wie sich die Arbeitsnachfrage entwickelt. Also wird die Digitalisierung vielleicht tatsächlich massenhaft die Arbeitsnachfrage senken, also Jobs vernichten. Wenn es passiert, dann steigen vielleicht die Löhne nicht. Aber dennoch, oder wenn die Globalisierung dazu führt, weil Deutschland vielleicht ein nicht konkurrenzfähiges Steuersystem hat, dass Jobs abwandern. Das heißt, die Arbeitsnachfrage kann aus den Gründen der Digitalisierung, Globalisierung sich in der Tat nachteilig entwickeln, kann fallen. Und wenn wir auch annehmen, dass so etwas da sein wird, ne? Also dass, dass diese Prozesse, über die wir ganze Sitzungen mit ihr verbracht haben, dass die vielleicht im Ganzen, in vielen Bereichen, inklusive der Dienstleistungen, zu einer geringeren Arbeitsnachfrage führen, dann ist vielleicht der demografische Wandel sogar ein Segen. Weil wenn man sich eine sehr junge Gesellschaft vorstellt, wie vielleicht im Nahen Osten, das heißt eben so die ganz klassische Pyramide, die vielleicht dann doch hinten ein bisschen schmaler wird, aber das heißt, immer mehr oder unverändert viele junge Leute, die auf den Arbeitsmarkt wollen, aber eben wegen der Digitalisierung und Globalisierung immer weniger Arbeitsnachfrage, dann ist das eigentlich keine beneidenswerte Situation. Also wenn es so ist, dann könnte sein, dass der demografische Wandel ein Segen ist. Ja, also immer weniger Arbeitsnachfrage seitens der Firmen wegen Globalisierung und Digitalisierung und immer weniger Arbeitsangebot wegen der Demografie könnte sich gut treffen. Genau. Und eine andere Sache, die mir ganz, ganz wichtig ist, ich glaube, die entscheidende, also was sich Liberale von dem Ganzen erhoffen können, ist, dass das Individuum, der Einzelne, eine höhere Wertschätzung bekommt als bisher. Ja, also wenn die Menschen knapper werden, wenn die jungen, qualifizierten Menschen knapper werden, dann wird man jedem von ihnen sozusagen als Einzelnen, als etwas Einzigartiges, vielleicht noch mehr zu schätzen wissen. Also die Arbeitgeber, die dann versuchen, eben diese immer knapper werdenden Menschen zu finden, vielleicht steigt die Wertschätzung. Und zwar eben am Arbeitsmarkt, im Bildungssystem, in der Gesellschaft im Allgemeinen. Ja? Das heißt, man sieht diese jungen Menschen nicht als eine graue Masse, die irgendwie zu bewirtschaften ist oder zu von bürokratischer Seite zu verwalten ist, sondern als Einzelne mit ihren Ideen und Gedanken extrem wertvolle, einzigartigen Individuen. Das könnte sich ändern. Witzigerweise, ich musste gerade gucken, dieser Punkt, den du gesagt hast, wurde gerade automatisch im F&A-Tool beantwortet. Also als ob es Zufall war. Sehr gut. Wir haben mal in der Vorbesprechung auch über die Westsächsische Hochschule gesprochen und hast mal gesagt, dass auch die WHZ quasi kleiner geworden ist mit Blick auf Studierendenzahlen. Und spannend ist natürlich die Frage, welche Perspektive haben Geschäftsfelder in Deutschland, in denen jetzt gut ausgebildete Fachkräfte essentiell sind? Also vielleicht für die Hörer, die Westsächsische Hochschule ist vielleicht deswegen ein interessantes Fallbeispiel, weil es eben eine ganz traditionelle Ingenieurshochschule ist, die eben gerade aus, also eben in den neuen Ländern und damit unglaublich stark mit der Demografie zu kämpfen hat. Als ich herkam, waren es noch die Jahrgänge von vor der Wende. Jetzt sind wir so in der absolut tiefsten Welle der Nachwende-Jahrgänge. Das heißt eben sozusagen eine Ingenieurshochschule, die sozusagen die MINT
Brains von morgen hervorbringen will, aber eben andererseits mit der Demografie zu kämpfen hat. Deswegen tatsächlich nicht uninteressant. Also, ich glaube, die Hochschule ist geschrumpft, ja, und die ist auch geschrumpft, weil der Wettbewerb im Osten um junge Menschen, und es kommt im Westen einfach mit einer kleinen Verzögerung, unglaublich zugenommen hat. Also Hochschulen haben in der Tat begriffen, dass man unglaublich viel dafür tun muss, um eben diese jungen und immer knapper werdenden Menschen an sich zu binden. Und vielleicht ist die WHZ in ihren Marketinganstrengungen noch nicht gut genug. Aber wenn man sich denn diesen Wettbewerbsprozess insgesamt anschaut und sagt, was haben Hochschulen in den letzten 10 Jahren getan, um eben interessant zu sein, um den konkreten Herausforderungen der mittleren Frist gerecht zu werden, dann hat sich wahnsinnig viel getan. Also ich hoffe, das wird aufholen, aber wenn man sich die ostdeutsche Bildungslandschaft anschaut, dann merkt man, dass dieser Wettbewerb gut tut. Mhm. Und eine Sache ist, glaube ich, ganz entscheidend wichtig. Und das könnte allen Hochschulen und überhaupt allen Bildungsträgern eigentlich extrem zugutekommen. Und zwar bedeutet der demografische Wandel ganz, ganz, ganz zentral, also diese Verschiebung innerhalb der Gesellschaft, was die Altersschichten angeht, dass wir auf die Mittelalten und die Alten nicht verzichten können. Das heißt, wir brauchen eine Gesellschaft, und das ist ja so eine Floskel, aber ich meine es wirklich nicht floskelhaft, wir brauchen eine Gesellschaft, in der Menschen verstehen, dass lebenslanges Lernen oder überhaupt die Lernfähigkeit eigentlich das Zentrale ist. Also diese Diskussion, was ist eine Fachkraft, kann man, glaube ich, nicht so ganz abschließend führen, aber auf einer etwas übergeordneten Ebene ist eine Fachkraft eine, die es schafft, all diese Verwerfungen, über die wir in den letzten Folgen diskutiert haben, damit zu überbrücken, dass sie es immer wieder schafft, dazu zu lernen, dass sie es immer wieder schafft, sich neu zu bilden, sich neu zu qualifizieren und sozusagen über diese Klippen, die verschiedenen krisenhaften Prozesse auslösen, dennoch erfolgreich drüber zu springen. Darum wird es gehen. Und da sind natürlich Hochschulen und die sonstigen Bildungsträger extrem gefragt, wenn es die Menschen denn verstehen. Also wenn sie merken, dass eine permanente Neuqualifizierung im Mittelpunkt des eigenen Erfolges und eben dann auch im Mittelpunkt des, ja, der ökonomischen Erfolge eines Landes darin steht. Also inwieweit sind die Menschen willig, diese Bildungsanstrengung permanent auf sich zu nehmen. Wenn wir das schaffen, ist die Demografie tatsächlich keine riesige Geschichte. Dann wird es auch 70-jährige Leute geben, die nach wie vor komplett auf dem Stand des neuesten Wissens sind und die sich vollwertig einbringen können. Ja, genau. Wenn die Grundlage besteht, dann ist es natürlich immer noch die Chance. Und wir wollen das Thema Arbeitsmarkt vielleicht noch mit einer letzten Frage schließen, vielleicht auch mit einer relativ wichtigen Frage, denn eine schrumpfende Gesellschaft und der Austritt der, ich sag mal, Boomer aus dem Arbeitsmarkt sind Entwicklungen, die ja nur noch eintreten müssen. Also es wird passieren. Was bedeutet das mit Blick auf das Thema Vollbeschäftigung? Wird Vollbeschäftigung in Zukunft eher eintreten? Das glaube ich schon. Also ich meine, wir haben sogar jetzt, die Boomer sind am Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt. Und wir hatten vor Corona in Süddeutschland, einschließlich Hessen, so gut wie Vollbeschäftigung. Ja, also Vollbeschäftigung ist ja nicht mehr nach Arbeitslosigkeit von 0 definiert, sondern vielleicht von je nach Land 3% oder 4%. Und es gab viele, viele, viele Landkreise im Süden, die deutlich drunter waren. Das heißt, auch jetzt merkt man schon, auch wenn die klassischen westlichen Boomer noch, die Babyboomer noch da sind, auch da merkt man schon, wie angespannt so ein Arbeitsmarkt wird. Ja, aber auch nochmal, das ist gut für diejenigen, die nachwachsen, denn die sind dann umso gefragter. Das heißt, ja, Vollbeschäftigung kann in der Tat ein Dauerzustand werden und keine Seltenheit, wie es vielleicht in den letzten 30, 40 Jahren in Deutschland war. Das kann tatsächlich kommen. Das werden wir dann auf jeden Fall beobachten. Und ich will vielleicht nochmal eine Frage reinholen, bevor wir weitergehen und den, ich sag mal, die demografische Entwicklung gesellschaftlich ein bisschen größer denken.
weil es ja nochmal um Arbeitsplätze ging. Und hier wird geschrieben, die Digitalisierung ist ein Vagabund, also nicht ortsgebunden. Wird der Kampf um Arbeitsplätze und ständige Fluktuation in Unternehmen zunehmen? Das hast du vor uns schon mal beantwortet mit dem eher Nein, oder? Also eher, oder? Wie hast du das vor uns? Ja, also sagen wir es mal so, wenn man in der Kategorie von Standortwettbewerb denkt, was man, glaube ich, durchaus tun sollte, dann ist es in der Tat so, dass dass Standorte wegen der Digitalisierung in einem noch, noch größeren oder noch sozusagen noch offensichtlicheren Systemwettbewerb stehen. Also erleben wir jetzt auch in der Krise, dass sozusagen die Art und Weise, wo man arbeitet, nicht mehr ganz so entscheidend ist. Wenn aber Lohngefälle bestehen, wie sie auch innerhalb der EU bestehen, dann ist es vielleicht, dann kommt vielleicht Arbeitgeber auch noch mehr auf den Gedanken, Jobs nach Sofia zu verlagern, ja, was ich eigentlich offensichtlich gut finde. Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass die Digitalisierung den immer schon spürbaren Systemwettbewerb oder Standortwettbewerb sozusagen noch deutlicher, noch klarer erlebbar macht. Das kann tatsächlich passieren. Witzigerweise kommt die Frage genau jetzt, weil ich gerade gesehen habe, dass wir in diese Arbeitswelten auch gleich mal eintauchen werden. Aber Deutschland wird ja nach den aktuellen Prognosen, und ich glaube, das kann man immer sehen, wenn dann diese Verteilung der Altersklassen dann in den 50 Jahren sich so ein Stück weit verändert, wird er geschrumpft sein auch. Und ein anderer Trend in verschiedenen Regionen in Deutschland ist ja die Urbanisierung, gerade in Regionen mit einer ja, eher dürftigen Infrastruktur oder mit schwierigen Versorgungsoptionen. Und dann die Frage mal, auch mit Blick vor die Haustür, werden wir in 50 Jahren ein Land mit, sag mal, deutlich weniger Dörfern sehen? Also gerade jetzt vielleicht auch in Sachsen mit Blick auf das Erzgebirge, Mittelostsachsen oder vielleicht auch Brandenburg, Niedersachsen, muss ja nicht immer der Osten sein, aber gerade diese großen Länder? Das kann passieren, aber auch da offene Zukunft. Wir erleben in der Pandemie, dass nichtstädtische Wohn- und Arbeitsplätze plötzlich wieder in Mode sind. Also das, was man in den 80er so die Suburbs oder eben Suburbia in den USA nannte, das könnte wieder eintreten. Es könnte sein, dass das Erzgebirge, falls es hinbekommt, eine vernünftige Internetinfrastruktur hinzubekommen, kann passieren, dass es eben für Hipster aus Leipzig, die Leipzig aus welchen Gründen auch immer nicht mehr ganz so hip finden, dass der ländliche Raum durchaus eben sozusagen wettbewerbsfähig wird, weil eben die Ortsgebundenheit von Arbeit abnimmt. In der Tat ist es aber so, wenn das eben nicht passiert, also wenn die Dörfer auch heute früh eben hier in der dörflichen Umgebung von Zwickau beim Arzt, wenn die Dörfer aussterben oder wenn eben sozusagen der jetzige Trend andauert, ist es in der Tat so, dass die Infrastruktur pro Kopf immer teurer wird und die Dörfer irgendwie, also sagen wir, irgendwann auch nicht mehr besonders lebenswürdig sind, nicht so lebenswert sind für die Menschen da, weil dieses permanente Schrumpfen irgendwann einfach nur deprimierend ist. Aber auch da hoffe ich, dass es findige Bürgermeister gibt, die eben erkennen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, Menschen aus anderen, aus vielleicht städtischeren Gegenden an sich zu ziehen. Hm. Auch da vertraue ich auf die Kreativität. Ich glaube, bei uns vielleicht ist es einfach cool, demnächst einfach im Dorf ein Startup zu gründen und nicht in der Innenstadt von Hamburg, Berlin oder Leipzig. Ja, wer weiß. Also ich habe tatsächlich, wenn ich bei mir vor die Haustür schaue, also ne, Engelskirchen liegt jetzt in Wurfweite von Köln. Mhm. Wir sind quasi das Gebirge im Vergleich. Aber ja, zu uns ziehen auch echt viele Leute, jetzt nicht
weil es da so eine gute Infrastruktur gibt, sondern weil es einfach günstiger ist, als in der Mitte von Köln zu leben. Vielleicht spielt das auch irgendwann nochmal noch eine Rolle. Aber wollen wir nochmal zu einem anderen Thema kommen, weil mir das hier, wenn wir über Zukunftstrends reden, wird man, wenn man googelt, sofort immer relativ schnell zum Zukunftsinstitut verwiesen. Und das Zukunftsinstitut spricht ja kaum noch vom demografischen Wandel, es spricht etwas neudeutscher von den Silberservern. Und im Rahmen dessen spricht man hier auch, und ich will den Namen mal nennen hier, Professor Dr. Nico Pech, von der Postwachstumsökonomie. Ist ein Konzept, das er so ein bisschen mitbeschrieben hat, glaube ich, beziehungsweise er beschreibt es auf diversen Internetseiten. Und da die Frage, Wachstum hat in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur unseren Wohlstand geschaffen, ja, sondern auch bewahrt. Wird der demografische Wandel unseren Wohlstand und vielleicht auch hier unsere Altersvorsorge bedrohen? Werden wir uns mit dem Konzept der Postwachstumsökonomie anfreunden müssen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht und ich sage warum. Also zum einen finde ich es immer wichtig zu sagen, dass Wachstum kein Ziel ist, sondern Wachstum ist ein Ergebnis einer gut geordneten Wirtschaft. Also kein vernünftiger Liberaler, finde ich, sollte sich Wachstum so auf die Stirn schreiben und sagen, ich will Wachstum. Dennoch ist es eine andere Frage, ob man sich über das Wachstum, das sich dann aus dieser gut geordneten Wirtschaft manifestiert, ob man sich darüber freut, wie ich, oder ob man das als Damoklesschwert sieht, wie es eben Nico Pech und andere tun. Ich sage jetzt was mit einem Smiley, was nicht despektierlich. Als ich das erste Mal diesen Begriff gehört habe, das ist vielleicht so 4 Jahre her, dachte ich zuerst an das Wachstum der Post, im Sinne der deutschen Post. Aber ich habe es erstmal nicht so ganz verstanden, worum es da geht. Aber inzwischen habe ich es, glaube ich, verstanden und oder ja, also ich würde mich über eine schrumpfende Wirtschaft nicht freuen und ich sage ganz deutlich, warum. Zum einen ist es so, dass eine wachsende Wirtschaft, gegeben die Sozialversicherungssysteme, wie wir sie haben, und gegeben den Steuerstaat, wie wir ihn haben, hat eine wachsende Wirtschaft den Vorteil, dass es keine unglaublich harten Verteilungskonflikte geben muss. Also wenn der Kuchen und auch der fiskalische Kuchen immer größer wird, dann heißt es nicht, wenn ich jemandem etwas gebe, dass ich es unmittelbar jemand anderem wegnehmen muss, sondern ich kann es aus diesem hinzugekommenen Wachstumsstück nehmen. Und wir haben, wie wir jetzt in den 6 Folgen hinreichend diskutiert haben, wir haben Spannungsfelder und Risse und Polarisierungspunkte genug, als dass wir sozusagen zusätzliche bräuchten. Noch mehr Neid, noch mehr Verteilungskonflikte. Das ist das eine. Das andere, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass jeder von uns sein Verhalten ändert. Meinetwegen weniger Fleisch isst oder die lokale Wirtschaft unterstützt, was weiß ich. Ne? Also wenn man sagt, ich will mich nachhaltiger als Mensch entwickeln. Es ist ja nicht noch nichts dagegen zu sagen, sondern finde es ja begrüßenswert. Aber der Wirtschaftsordnung Regeln aufzuerlegen, die das Wachstum bewusst bremsen sollen, widerstreben ja aus mindestens 2 Gründen. Der eine Grund ist, das Wachstum der letzten Jahrzehnte war die Maschine, mit der man Milliarden von Menschen, vielleicht so 1,5 Milliarden, aus der Armut geholt hat. Also wenn es dieses Wachstum nicht gegeben hätte, wären diese Menschen bis heute bettelarm. Und ich freue mich, und das gehört vielleicht auch noch gesagt, ich freue mich über jeden zusätzlichen Menschen auf dem Planeten. Also ich bin nicht einer von denen, die sagen, hätten wir bloß weniger Menschen. Das halte ich für eine moralisch unvertretbare Auffassung, denn das bedeutet, dass das Leben, dass das eigene Leben lebenswert ist und das andere Leben, das man eben aus Ressourcen oder sonstigen Gründen eben nicht haben will, dass es nicht lebenswert sei. Also das halte ich für sehr problematisch. Und last but not least finde ich, dass
das Wachstum dahingehend oder eine prosperierende Wirtschaft dahingehend etwas Faszinierendes hat, als sie üblicherweise daher kommt, dass wir die Arbeits- und Wissensteilung, die die Moderne ausmacht, noch besser leben. Das heißt, dass jeder von uns sich noch mehr auf die eigenen Stärken besonnen hat. Und dass noch mehr Menschen, die auf der Erde irgendwo sind, sich nun in diese Arbeits- und Wissensteilung eingespeist haben und zu ihr beitragen und von ihr profitieren. Das heißt, eine Postwachstumsökonomie, wie gesagt, hätte Verteilungsprobleme, die nicht ohne sind. Wir haben schon genug. Sie sollte erklären, wie sie die Armut bekämpfen will, wenn negatives Wachstum da ist. Und drittens, wie gesagt, kann es sehr gut sein, dass es gerade dazu führt, dass Menschen, die in die heutige Arbeits- und Wissensteilung rein wollen, da gar nicht hin können, weil man eben Ordnungsrahmen aufbaut, die es eben nicht zulassen, im Sinne von weniger Handel, weniger vielleicht auch Agrarhandel. Man kauft dann eben wieder die sächsischen Äpfel, über die wir schon mehrfach gesprochen haben. Und dann haben halt Äpfel aus Argentinien oder Südafrika eben keine Chance. Und vielleicht bedeutet das, dass eben die Weltwirtschaft da doch ein bisschen geschrumpft ist. Aber darüber würde ich mich nicht freuen. Da vielleicht nochmal eine Anschlussfrage hier direkt aus dem Chat oder aus dem F&A-Tool für heute verwechsel ich immer alles. Ich lese es einfach mal direkt vor. Wachstum als zählbares BIP muss irgendwo begrenzt sein, aber immer mehr Güter und insbesondere Dienstleistungen entziehen sich der traditionellen Zählbarkeit des BIP. Und gerade dort gibt es viel Wachstum. Insofern wird das Wachstum kräftig weitergehen, oder? Also ich glaube auch nicht, dass die Frage ist super spannend. Ich glaube auch nicht, dass das BIP aufhören muss zu wachsen. Also das BIP, also man fragt sich ja immer, warum wächst das Ganze so vor sich hin? Und es gibt ja Leute, die sagen, in der Natur gibt es nichts, was ewig wächst, außer sowas wie Krebs. Kann man so sehen, aber wenn man eben zwei Sachen bedenkt, glaube ich, kann man schon sehen, wo das Wachstum herkommt. So. Bastle, ich merke das immer zurecht. Es gibt ja zwei Ressourcen auf der Welt, die unendlich sind. Das eine ist die Energie, die wir eben von der Sonne bekommen. Und die zweite, noch wichtigere, ist die menschliche Kreativität. Und wenn wir es schaffen, diese menschliche Kreativität zu entfesseln, national, aber besonders eben international, dann führt es dazu, dass immer mehr Menschen in dieses wunderbare Spiel der Arbeits- und Wissensteilung eintreten und so eben in der Tat die Welt wachsen lassen. Die zweite Schicht in der Frage ist natürlich sehr spannend. Also werden wir, sagen wir in 10 Jahren oder vielleicht auch heute schon, haben wir denn mit dem BIP ein gutes Erfassungsinstrument? Das ist auch schon eine ganz lange Diskussion, weil die Dienstleistungen auch nicht immer so wahnsinnig leicht erfassbar waren. Und in der Tat kann man sagen, dass wenn eine Sache über den 3D-Drucker irgendwie rüber läuft oder fährt oder springt, dann ist die Frage, ob die Statistiker das werden erfassen können. Also ich finde es nicht uninteressant. Und BIP, das hört man schon im ersten Semester, also das ist nicht so wahnsinnig revolutionär, ist einfach ein Maß. Und vielleicht wird man eben in der Tat für unsere sich digitalisierende Wirtschaft, wird man vielleicht neue Maße brauchen, um eben die Dynamik des Systems zu messen. Auf jeden Fall. Also ich denke, damit haben wir auch die Frage so ein Stück weit mit reingeholt. Danke erstmal nochmal auch nach draußen für die Frage. Und ja, wollen wir vielleicht nochmal in den eher gesellschaftspolitischen Block wechseln und mal die Auswirkungen dort betrachten. Wir hatten ja gerade schon mal über die Sozialsysteme gesprochen. Aber es hat ja wesentlich, der demografische Wandel hat ja wesentlich größere Auswirkungen. Und früher hieß es immer, die Rente ist sicher. Das war so ein berühmter Spruch von Norbert Blüm. Und unser gesamtes Sozialversicherungssystem basiert ja auf dem Generationenvertrag und der Annahme, dass immer genug Menschen in
Lohn und Brot stehen, um soziale Ausgaben für Alter, Pflege, Gesundheit zu sichern. Manchmal die Frage, schon heute ist die Wählergruppe der, ich mache mal so, in Anführungsstrichen der Alten oder Älteren, ein beträchtliches Gewicht in unserer Demokratie. In Zukunft wird diese Gruppe ja noch wachsen, in der nahen Zukunft. Ist eine so ungleiche Verteilung vor dem Hintergrund von Interessen auch eine Bedrohung für den demokratischen Frieden? Das kann sein. Das kann sein, dass die Älteren, wenn sie so richtig anders sind als die Jüngeren, das muss man sich erstmal empirisch angucken. Aber das kann sein. Also wenn sie anders sind und wenn sie einfach qua sozusagen diesen automatischen Prozess einfach immer wichtiger werden, kann es sein, dass es clasht. Also wenn im Moment vielleicht die Älteren, um das etwas praktischer zu machen, eher pro Lockdown sind und die Jüngeren gegen Lockdown, die Älteren aber eben ein gewisses Übergewicht in der Demokratie haben und sozusagen, dann kann es eben durchaus sein, dass sie sich eben gegen die Jungen durchsetzen und das muss nicht konfliktfrei verlaufen. Also ich will betonen nochmal, das, was ich zu Beginn sagte, eine alternde Gesellschaft hat Vorteile. Vielleicht wird sie zum Beispiel friedlicher. Ja, weil eben ältere Menschen weniger Konfliktpotenzial in sich bergen. Vielleicht hat eine Gesellschaft mit weniger Kindern auch weniger Kriegsfantasien, weil eine Familie mit einem Kind vielleicht mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit dieses Kind in einen Krieg schicken will. Ja, klar. Aber wie gesagt, es kann gut sein, dass wenn die Präferenzen nach Alten und nach Jungen sich so richtig unterscheiden, dass sich die Jungen dann irgendwann in der Tat dominiert fühlen von einer einfach zahlenmäßig größeren Generation. Und ich glaube, auch da kann man über Demokratie praktische Tools nachdenken. Hm. Wie zum Beispiel eben Kinder ein Wahlrecht geben. Ja, und dann kann es eben sein, dass in einer so verfassten Demokratie die Jüngeren dann wieder mehr zu melden haben, weil sie für ihre Kinder mitstimmen dürfen. Also über all so Sachen, finde ich, muss man ganz ergebnisoffen diskutieren. Genau, auch in dem Punkt, die Diskussion ist eröffnet. Abschließend, auch mit Blick auf die Uhr, weil wir haben ja gesagt, im Titel dieser Veranstaltung steht ja auch die Frage der Zuwanderung und darüber haben wir, weil ich es auch gerade schon mit im Chat gesehen habe, noch nie besonders viel gesprochen, aber es kommt jetzt, denn wir sind nicht die einzige westliche Industrienation, die sich dem demografischen Wandel stellen muss. Und wir haben uns gefragt, gibt es denn Best-Practice-Ideen für den Umgang auch aus dem Ausland? Und jetzt eben der Punkt auch Migration. Ist das angesichts des demografischen Wandels ein wichtiger Faktor? Ja, natürlich bin ich da so ein bisschen befangen. Ich hab zwei Pässe und denke so, seit ich in Deutschland bin, darüber nach, und das ist jetzt 21 Jahre her. Also das gehört vielleicht so als unseren üblichen Disclaimer halt an den Anfang gestellt. Häufig werden beide Themen tatsächlich in so einer Kombi gedacht. Ich finde das nicht immer zielführend, denn wenn man sagt, man braucht die Migration wegen des demografischen Wandels, dann begeht man, finde ich, so eine, ich würde nicht sagen Kategorienfehler, aber man bricht mit einer Regel, die ich eigentlich besonders wichtig finde, und zwar, dass man Menschen nie zu Mitteln erklären soll. Menschen sind immer Zweck. Ja. Wenn man aber über Migranten so denkt, dass man sagt, Migranten sind so die Lückenfüller, die sich auftun, weil es einfach zu wenige junge Deutsche gibt. Dann redet man über diese Menschen, die es aus dem Ausland zu holen gilt, wie wenn sie eben Mittel seien zu einem Zweck. Und das sollte man nicht tun. Also ich finde, dass beide Themen dort ein Stück weit zusammengehören, aber eben Migration ist nicht die
nicht einfach so die eben der Lückenfüller oder wie auch immer man das nennen will, für die schmaler werdenden Generationen. Und ich persönlich bin jemand, der Migration bejaht, nicht nur, weil ich ein Migrant bin, sondern weil ich finde, dass, dass diese Vorstellung von abgeschotteten Nationalstaaten einfach auch nicht die Menschheitsgeschichte gut abbildet. Ordnungspolitisch bin ich dennoch der Meinung, dass man eben über die Formen oder eben die Ordnungsrahmen nachdenken muss, in denen Migration stattfindet. Und ja, das ist so ein bisschen die, das ist ein bisschen die Frage. Also es gibt ja Liberale, die sagen gar keine Regeln. Es gibt Illiberale, die sagen Mauern zu. Und dann gibt es halt wieder, wie so oft, diesen schwierigen Mittelweg. Was ist eine gut geordnete Migration? Ich würde es einfach so sagen. Aus meiner Sicht gibt es immer so drei Gründe, warum man Migranten wie mich problematisch findet. Grund eins. Migranten sind anders. Und wir sind, das haben wir auch oft besprochen in der Sendung, in homogenen Gemeinschaften aufgewachsen. Da gab es halt keine Migranten. Die Migranten waren eben, kamen von außen. Ja. Also diese kulturelle Anspannung, die, ich glaube, die kann man nur verlieren, wenn man in einer multikulturellen Gesellschaft lebt. Der zweite Grund ist, die nehmen uns die Jobs weg. Das ist natürlich eine Floskel, aber in Krisenzeiten, also wenn der Arbeitsmarkt jetzt nach Corona einbricht, kann es durchaus empirisch zu solchen Situationen kommen, in der sich die Frage stellt, wird der oder der eingestellt. Und die dritte Frage, über die es wirklich nachzudenken gilt, finde ich, ist, die kosten uns. Und die kosten uns heißt Migration in den Sozialstaat. Und da bin ich tatsächlich der Meinung, dass man darüber nachdenken soll, wie man so etwas eben vielleicht nicht unterbindet. Natürlich ist es, also es kann passieren, dass man mal in den Sozialstaat, in die Bedürfnisse des Sozialstaates verwiesen wird, aber es darf keine systematische Einwanderung in den Sozialstaat geben. Und wenn ich mir meine Landsleute angucke, dann stelle ich fest, dass der Anteil derjenigen, die sofort von Bulgarien in den deutschen Sozialstaat eingewandert sind, gar nicht so klein ist. Und als jemand eben, wie gesagt, der Migration sehr bejaht, fände ich es gut, wenn wir diesen dritten Grund ausschalten könnten, damit man eben sich auf zwei anderen fokussieren kann und eben die Ängste und was soll ich sagen, das Unbehagen dann eben bei den anderen beiden Faktoren absenkt. Aber das war jetzt eben eine kurze und vielleicht sehr zu. Ja, wo das. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man in die Politik schaut, witzigerweise gerade im Pflegebereich und Jens Spahn hört, wo wir aus Osteuropa und aus Asien Anwerbungen für Pflegekräfte macht, sieht er ja quasi dann Zuwanderung nur als Mittel zum Zweck, um ein nationales Problem hier zu lösen. Ne? Wie gesagt, also wenn sich partout kein Deutscher findet, der in der Pflege arbeiten will, gegeben die Produktivität von Pflegern, das heißt Löhne kann man ja nicht ins Unendliche erhöhen, dann kann es durchaus sein, dass eben Menschen aus dem Ausland zuwandern. Aber soll ich sagen, ich finde, also in den vergangenen 15 Jahren, so lange, 20 Jahren, solange ich über das Thema denke, denke ich immer wieder, lass das mal mit diesem, wir brauchen bulgarische Pfleger oder so. Ja, also die bulgarischen Pfleger kommen, wenn man es denen ermöglicht. Aber diese gesellschaftliche Diskussion finde ich einfach so, wie gesagt, sie ist ein Stück weit entwürdigend für denjenigen, der gekommen ist. Eben. Das soll es eben nicht sein. Genau, und das ist halt, ich denke, das nehmen wir mit. Und ja, erstmal vielen, vielen Dank. Vielen Dank an dich, Stefan. Wir sind am Ende angekommen. Und ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht, wie beendet man jetzt so eine Staffel, so eine wunderbare Zeit mit dir. Und
Ja, Tschüss sagen ist immer so schwierig. Am besten macht man das immer so mit einem wie dem Pflastereffekt und ganz schnell abreißen, dann tut es weniger weh. Aber eventuell kommen wir nochmal so zusammen. Erstmal an der Stelle vielen, vielen Dank, Stefan. Es war eine wunderbare Zeit mit dir, hier jeden Donnerstag zu stehen und einfach mal solche Themen aufs Tableau zu legen. Und ich hoffe, dass auch ja, den Leuten das so ein bisschen gefallen hat hier und unser kleiner Talk hier bereichernd war. Ja. Das hoffe ich auch sehr. Und ich will einfach nur ganz kurz eine Sache sagen. Ich finde Volkswirte und ich mag mein Fach. Ja. Also wir haben noch über Sachen gesprochen, von denen ich wenig Ahnung habe, nicht ganz so viel Ahnung habe. Aber Volkswirte haben eine Bringschuld. Das hat ein ganz wichtiger deutscher Ökonom der Nachkriegszeit, Herbert Giert, so formuliert. Und ich hoffe, dass wir mit dir gemeinsam so diese einen kleinen Teil von dieser Bringschuld erbracht haben. Und wenn es auf YouTube ewig steht, guckt sich das vielleicht auch tatsächlich der eine oder andere an. Ich will mich auch an all diejenigen bedanken, die immer so zahlreich da waren und diskutiert haben. Denn es ist also ein wirkliches Lernen voneinander, ein gegenseitiges und nicht eine Predigt des Professors, der irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Also danke an dich und danke an alle, die die Stunde so erduldet und auch mit Fragen bereichert haben. Alle hier waren freiwillig da, Stefan. Und alle waren nur wegen dir da. Naja, alles ist gut. In dem Sinne, wer Sehnsucht hat, mich noch weiter hier an dieser Stelle zu sehen, der kann das gerne machen bei der gesundheitspolitischen Videosprechstunde jeden Mittwoch hier ab 18 Uhr. Da geht es aber nur um Gesundheitspolitik, kaum um Ökonomie. Aber trotzdem spannend. Stefan, ich danke dir ganz herzlich. Und wir bleiben ja sowieso in Kontakt und ja, bleib gesund, komm gut durch die Zeit und ich weiß, wir werden uns definitiv sehen, spätestens in einem Seminar vom Heilkreis. Ich Das hoffe ist der schon im Standard. Juli. Ja. Genau, richtig. Und genau, dann habt eine schöne Zeit bis dahin. Auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer nach draußen, haben Sie eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und wenn Sie wollen, bleiben Sie dann auch mal Stiftung treu. Wir tun's. Und dann würde ich sagen, bis bald. Auf Wiedersehen.